Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. Wir haben in der letzten Folge unten den Lava Generator gebaut. Ihr seht schon im Inventar, habe ich meine Cobble Generator. Wir werden den heute upgraden und unten das Ganze reinbauen, damit wir oben langsam ein bisschen freiere Fläche kriegen und halt alles ein bisschen öffner machen. Ihr seht schon, wir haben hier einen T-800 stehen, der sich hier gerade hin ist runtergefallen. Ich werde die vielleicht in der Zukunft mal upgraden oder umbauen, die ganze Farm hier. Ich mag das alte Design immer noch irgendwie. Es schaut sehr brachial aus, aber es funktioniert. Und dieser feine Herr schafft es, da oben runter zu fliegen, ohne Schaden zu kriegen. Der war jetzt überraschend. Deswegen hauen wir den mal kurz, weil der geht echt schnell, relativ schnell down. Und deswegen sind hier auch diese Luken, dass wir solche Typen... Weil so weit komme ich dann nicht rein. Das ist das Problem. Da muss ich dem immer noch einen Schlag geben. Und dann läuft das. Haben wir schon wieder so einen. Hier kommt... Also man sieht schon, sie funktioniert einwandfrei. So, zurück zum Thema. Hier drüben. Gibt da noch einige Sachen. Ihr seht schon, die Lava-Container, die füllen sich langsam. Aber ich wollte, es gibt denn nach Tanja, also TB, Tanja, wie sie heißen will oder wie ich sie nennen soll. Muss ich mich wieder entschuldigen, dass ich ja immer mit R dann bezeichnet habe. Das tut mir echt leid, keine Ahnung. Bei TB, einfach dieses Kürzel hört sich so, ja, keine Ahnung. Hört sich jetzt beschissen an alles, was ich sage am Ende. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall tut es mir deswegen leid. Und jetzt habe ich Tanja, glaube ich, gerade in den Text reingeschrieben, weil ich geredet habe. Ich bin schon bekloppt ein bisschen. Ich wollte den Soundmuffler suchen. Soundproofing. Each block reduces sound within a radius of 6 blocks. FX-Bot und das ist eine Doorbell. Okay. Wither Boss Death Muffler. Ender Dragon Death Muffler. Okay. Und wie kann ich so ein Soundproofing machen? Mit oranger Farbe und Bone Block. Kann ich natürlich machen, genau. Aber orange Farbe sollte in der Zukunft schwer sein herzustellen. Ich brauche erstmal was zu essen. Ich habe bestimmt wieder noch eine Runde Wheat hier drin. Das stelle ich mir aus der Schnelle mal. 5 Brötchen mache. Und ich habe gleich gerade alles umgewandelt. Ich bin schon genial. Das war klug. Das war sehr, sehr dumm. So. Meine kleine Kuhfarm. Schaut doch hier auch schon ganz fein aus. Ich glaube, der braucht wieder Wheat Seeds. Seed. Oder hat einfach echt keine Energie mehr. Aber das sollte jetzt auch kein Problem sein, weil wir nehmen uns einfach das Ding kurz mit. Ansonsten laufen wir kurz mal uns in den Keller. Wie seht ihr, ist hier alles eigentlich relativ... Es wird langsam hier ein bisschen leerer. Das ganze Bett und alles muss auch dann noch an andere Stelle. Das wird jetzt hier noch ein bisschen laut sein, denke ich. Das sind gleich die Energy Cable. Ah, du bist der... Ding. Falsch. Ich wollte echt dichter anstecken. Und schauen, wie viel ich währenddessen absammeln kann. Rein theoretisch, wenn ich nochmal so ein... was ist das? Ein Thermal Generator. Geothermal Generator. Geothermal Generator. Gibt es natürlich ab... Kann hier Modifier Components. Black Concrete Powder. Black Concrete oder Black Ink. Pulver ist Kakao. Ich werde aber heute lieber mal auf den Electric Furnace schon mal gehen. Weil wir können auch eh von denen viel bauen. Wir sehen ja, wir haben hier einen dezenten Lava-Vorrat. Die Lava reicht gut. Und ich würde einfach ein paar Geothermal-Generatoren designen. Aber ich habe zu wenig Magma-Blocks. Magma-Blocks, dafür brauche ich einfach noch mehr Lava in den Dingern drin.
warte mal. Easy way. Wenn wir so viel Lava über haben. Wo ist das Ding platziert? Komm hier. Dann nehme ich die Maschine mit. Komm hier. Funktioniert das? Er braucht Energie, ne? Schau mal, werden die jetzt leer? Nee. Die füllen sich aber auch nicht weiter, kann das sein? Hm. Dann breche ich hier nochmal durch. No, okay. Steck dich hier. Da müssten die sich jetzt anfangen zu füllen, oder? Jetzt füllt sich das Ganze weiter. Schön. Und hier kriege ich ganz viele schöne Marken. Gerade hier. Fein. Du füllst dich auch langsam. Du hast zwar eh wenig Energie drin, aber hey. Also wie gesagt, wir müssen das Ganze eh noch anpassen, weil eigentlich müssten wir einen Bereich machen, wo wir nur die Lava produzieren und dann nur im Bereich, wo die wo eine Reihe von den Normalgeneratoren stehen. Aber für den ersten Versuch, oder für den ersten Test auch, mit Zwischenlagertank und Pipapo, ist es gar nicht doof. Ich will dann die Tanks dazwischen stellen, dass sozusagen die Tanks die Zwischenlager sind, wo die Lava rein sich pumpt und dann auch wieder rausgepumpt wird, dass wenn wirklich viel ist, dass wir immer einen Puffer haben. Und auch wieder einen Restart haben. Wenn wir umbauen, sozusagen, dass die jederzeit restarten können, das wäre, glaube ich, gar nicht doof in dem Fall. Also, wie viel hast du jetzt produziert mittlerweile? 12 Stück nehme ich. Ich habe jetzt hier leider kein Stromkabel, was hinfließt. Aber ich glaube, ich kann nicht so schnell. Auf die Schnelle. Ich habe hier so ein Kabel. Steckt das hier an. Dann schauen wir uns mal an, wie das mit der Funktion läuft. Sag mal, die Energie fällt ja nicht. Eigentlich passt es gut. Upgrade müssen die noch werden. Der läuft langsam mit. Aber dadurch, dass wir natürlich jetzt 12 Lava-Blocks haben, oder Magma-Blocks, kann ich hier noch 4 bauen. Und stell die dann alle dementsprechend auch hier hin. Dann kriegen die kurz einen Startbonus. Wir pumpen ja auch hier gerade sehr viel rein. Ich glaube, das lassen wir jetzt mal lieber. Also warte ich echt auf die Upgegradeten. Die kann ich jetzt nicht abbauen, weil hey. Jetzt reichen dann noch die Tanks langsam nicht mehr. Ich würde mal gerne von die zustimmen. Die waren noch genug. Geil. Und jetzt können wir dann abzapfen von der Front. Der sollte jetzt relativ schnell wahrscheinlich leer werden. Instant leer. Dann kann ich hier wieder zwischen auch. Dann kann man nicht so bitte gleich auch sehen, wie viel Energie hier zwischen fließt. Das sind jetzt 6 Stück. Energie hält sich aber gut. Ja, das ist gerade leider ein bisschen lauter. Wir sehen einfach aus, wie hoch wir die Fähigkeit machen können. Weil ich würde halt schauen, dass wir die Lava möglich halten. Für das Ganze.
Lava runter, wo geht sie rauf? Wie gefühlt geht die jetzt hier aktuell noch rauf? Ja, schaut gut aus. Zwischentank bleibt leer, weil wahrscheinlich zu wenig Energie noch. Ah, das können wir in Zukunft natürlich ändern. Wenn wir hier den Zwischentank mittlerweile auch, der hier ordentlich gefüllt ist. Also das ist auch ein guter Vorrat noch. Ich würde jetzt gerne noch ein paar Energy Batteries bauen. Wir fangen jetzt an, glaube ich. Also ich würde sagen, wir bauen langsam wirklich eine Energiespeicherung, weil ich will viel mit Energie machen. Zum Beispiel hätte ich gerne einen Electric Furnace. Was ist das? Yellow Roof. Ach, das sind Roof halt. Furnace. Ich muss noch Furnace suchen. Furnace. Furnace. So. Da gibt es hier den Resource Furnace. Einen Energized Smelter. Fernium. Aloe. Dingy. Und ich hätte den Ultimate. What the fuck? Supreme Furnace, okay. Also ich muss alles mit dem Simplen anfangen. Der Infernium Essenz braucht. Und die kriegt man aus dem Richmond Chamber, oder was? Caesar. Und Loot Fabricator. Creation Station. Da gibt es schon ganz viele interessante Sachen. Wir schauen uns mal den hier an. Gold Gear, das sollte kein Problem sein. Gold Gear, das soll. Nee, das sollte gut sein. Dich sollte ich auch hinkriegen. Machen wir mal drei Stück schnell. Ich will jetzt mal gucken, ob ich hier einen Plastik. Kriege ich aus Dry Rubber. Aber das ist ein Energized Smelter. Energized Smelter. Black Stained Glass. Redstone Basic Control Circuit. Dafür brauchen wir Metallic Infuser. Dafür bin ich Osmium. Und ich glaube, im Osmium bin ich noch nicht mal angekommen. Osmium Ember. Das wäre auch zu cool gewesen, wenn ich schon unten wäre. So, Casing, dafür brauche ich Steel. Und Steel kann ich durch Steel, Crush Coal und Pulverized Iron. Kann man einen Pulverizer? Gibt es sowas? Pull. Leute. Verizer. Ein Crusher machen wir zum Beispiel. Ein Crusher machen. Ja, dafür brauchen wir auch das ganze Ding. Enrichment Chamber. Squeezer. Mechanical Squeezer. Kann ich nicht bauen. Energy Battery, ein Squeezer, ein Obsidian und Ding. Ja, die sollten jetzt nicht mehr die Schwierigkeit sein zu bauen, oder? Davon brauche ich jetzt eh einige, weil ich halt das System mal bauen will. Und wenn ich dann dich hier bauen will. Squeezer ist natürlich auch kein Problem. Aber ich habe keinen. Wir nehmen einfach den von oben. Weil den brauchen wir eh eigentlich nicht mehr. Ich bin jetzt echt zu faul, das ganze Zeug selber zu machen. Das per Hand zu machen, da bin ich doch blöd für, oder? Wie gesagt, das ganze technische Zeug will ich nach unten ziehen. Und das ist ja auch weiterhin der Plan, außer dass halt da sozusagen der Ofen oben bleibt. Aber der Rest sollte eigentlich nach unten ziehen. War da nicht der Squeezer in der Mitte? Ja, Mechanical Squeezer. So wollen wir das. Und den muss ich jetzt wahrscheinlich zum Beispiel hier nebenstellen. Und dann braucht er ein bisschen Iron, oder? Iron. Und wenn ich das jetzt hier reinhau. Funzt es nicht, weil aktuell keine Energie. Muss ich den zurück hinstellen wahrscheinlich. Genau, dann kriegt er FE. Show Recipe. Ach, der braucht das aus Iron Ore. Kannst du nicht das Eisen jetzt auch machen? Cottonwood Ember. Cottonwood Ember. Was kann der alles machen?
Ja, okay, jetzt mal außen mal das Ganze mit dem Piggy. Kann der hier zum Beispiel aus Merlin Resin machen. Kann er was machen? Er kann hier draus was machen. Aus Blaze. Aus Neverack kann er Lava machen. Auch einen Weg, Lava zu machen. Mit dem Squeezer. Aber lass mich raten, ich kann mit dem jetzt keinen Iron Pulverizer. Oh, bedeutet, bin ich zu früh gefreut, ne? Pulverizer. Aber hier steht doch rein. Ja, so. Ging da zum Beispiel noch. Manufacturer. Gehst du mal in Fahrt? Lead Ingot, das geht ja, das ging jetzt Inge auch. Kopf habe ich gleich noch in dem Fall. Aber da kann ich wenigstens. Was ist jetzt auch? Ich muss mal in den aufhören. What? Hier alles drin. Genau, ich wollte was anderes machen. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und ihr seht schon, unser Lava-Vorrat ist voll. Aha, scheiße. Ja, na gut, also bis dann. Ciao.